Cascadia ist ein Familienspiel für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren mit einer Dauer von ca. 30 bis 60 Minuten. Ihr baut vor euch die Landschaft Kanadas mit Wildnisblättchen und Tieren auf. Dabei achtet ihr auf 5 verschiedene Wertungskarten, die vor euch ausliegen. Ihr dürft euch stets zwischen den 4 offen ausliegenden Paaren aus Wildnisblättchen und Tier auswählen. Die Blättchen müsst ihr immer anlegen, die Tiere dürfen sogar abgelegt werden. Spielt ihr das Tier aus, dürft ihr es nur auf Blättchen legen, auf welchen das Tiersymbol auch abgebildet ist. Auf manchen Blättchen ist ein Tier mit einem Zapfen abgebildet. Spielt ihr das Tier dort aus, erhaltet ihr einen Zapfen. Mit diesem dürft ihr beispielsweise willkürlich ein Blättchen und ein Tier wählen oder beliebig viele Tiere austauschen. Ein Austausch ist sogar immer vonnöten, wenn 4 gleiche Tiere ausliegen oder möglich, wenn 3 Tiere einer Art ausliegen. Dafür ist dann kein Zapfen nötig. Die Endwertung besteht aus den einzelnen Werten der jeweiligen Tiere und einem Wildnisvergleich. Ihr vergleicht jeweils eure größten zusammenhängenden Gebiete der Arten Wald, Wasser etc. Die Mehrheit von Gebieten und noch vorhandenen Zapfen bringen euch Bonuspunkte ein. Sieger ist der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl.